Hey ihr Lieben, hi. Ich bin hier mit unserer Priska Pröse. Wir arbeiten, wirken gemeinsam mit Living Earth, mit dem Manifest der neuen Erde, schon seit einiger Zeit jetzt. Wir sind sehr, sehr dicht. Täglich sind wir miteinander. Oh yeah. Priska, einfach mal wirklich, um Priska ein bisschen vorzustellen. Priska, für mich bist du ein Zauberengel. Sie ist für mich auch wirklich eine She-Woman, weil sie einfach, du hast so viele Talente, Fähigkeiten. Du kannst dich überall, wo du bist, hast du immer auch so einen genialen Überblick. Du bringst Dinge zusammen, ganz einfach. Und du kannst auch wirklich ausführen. Also das ist, also ich bewundere wirklich alles, was du tust und wirklich wer du bist und die Fähigkeit auch diesen die Dinge auch richtig zu erkennen. Also das ist total schön. Ja, und die Priska, seit ich sie kenne, ist sie ganz, ganz aktiv, gell, in der Bildung. Du bist ganz aktiv in Gemeinschaftsgründungen. Also deine Talente und deine Interessen auch, die sind ja schon gigantisch, alles was die neue Erde anbelangt. Und gerne würde ich, und nachher kommen wir noch auf ihr geniales Buch zu sprechen, Re in Form, wo sie gemeinsam mit der Aurelia und mit der Anja innerhalb von wirklich kurzer Zeit ins Leben gerufen hat. Das ist ein absolutes, für mich ein richtiges Meisterwerk. Es ist so tief, es ist auch ein absolutes Must. Eigentlich ist es so ein Buch, das man neben dem Bett haben sollte und jeden Abend was lesen, bevor man schlafen geht. Aber da kommen wir noch darauf zu sprechen. Priska, du bist Mami von zwei Kindern, von Pauli und von der Julia. Und nebenbei schmeißt du einfach dein Leben. Ich meine, du wirkst zu 100%, mehr als 100%. Erzähl, wie ist das? Wie managst du dein Leben so? Du bist gerade erst hast mich gleich berührt. Das ist einfach dem Herzen folgen. Also da gibt es kein vielleicht und entweder oder, sondern es ist wie bei dir, das ist einfach dem Herzen folgen. Das machst du. Und du hast wirklich diesen Ruf gespürt für die Kinder, für unsere nächsten Generationen, einfach vieles umzukrempeln, zu helfen. Zu helfen, genau. Erzähl, wie spürst du das? Wie spürst du jetzt eigentlich diese Ausrichtung Living Earth? Wie spürst du, was da genau geschieht im Moment? Für mich startet jetzt mit dem Beginn des nächsten Jahres wie so eine große Welle. Also irgendwie ist da gleich sofort der Begriff Tsunami da. Wir haben Angst vielleicht vor Tsunami, weil sie so groß ist. Und ich glaube tatsächlich, dass sie groß sein wird, weil wir, sei es das durch das Portal, das ja jetzt dann bald live geht, und auch durch all das, was wir da tun in den verschiedensten Bereichen von Schule, Lebensräume, über auch Heilung und Gesundheit hinweg, ja, dass wir einfach echt viel hier auf diese Erde bekommen, viel umgesetzt bekommen und wir vor allem auch immer, immer mehr werden. Also ich staune immer, jetzt gerade hier im Hotel hat Coco jemanden gekannt beim Frühstück, der auch das Manifest der neuen Erde kannte. Also wir sind eigentlich überall. Wie nimmst du denn die Community und unsere Tribe jetzt wahr? Was spürst du, was geschieht im Moment mit ihnen? Also jetzt, gerade im Moment, spüre ich einfach auch entsprechend der Jahreszeit, dass viele in die Stille gehen wollen. Also dass wirklich diese stille Zeit ansteht, um gleichzeitig auch wieder Kraft zu sammeln. Das ist ja zum einen ein Reinigungsprozess, dass ich mich frei mache und loslasse von allem Alten, dass ich dann wirklich aus meiner Mitte heraus gestärkt und genährt dieses Neue wie so, ne, anpacken kann. Und ich spüre, dass das jetzt gerade so passiert. Also es haben ganz viele richtig viel Lust, im nächsten Jahr mit anzupacken. Und jetzt für den Moment ist wie so, okay, ich gehe in die Stille noch. Was war das 2022 für dich? Von der Qualität her, was war das für ein Jahr für dich? Für mich war das das Jahr des neuen Wirs. Also ich habe selten so oft in so vielen unterschiedlichsten Konstellationen miteinander erlebt.
sei es jetzt bei uns im Team, aber auch beim Charles, ne, wo das ja auch wirklich so heißt, aber auch im Projekt. Und es ist immer eine Co-Kreation. Also was anderes gibt es für mich gar nicht mehr. Dass ich irgendwas alleine mache, fühlt sich schon gar nicht mehr gut an, weil es gibt so viel mehr Power und so viel mehr Wirksamkeit hier auch auf der Erde, wenn wir einfach unsere Kräfte bündeln. Und es ist schon auch ein Jahr des Sichtbarwerdens von allem, was noch gehen darf. Also von unseren tiefsten Wunden, von unseren tiefsten Ängsten, von unseren tiefsten Scham, Schuld, Angstthemen, die wollen einfach nicht weitergetragen werden. Und das ist auch gut so. Also für mich war das wirklich auch sehr eine bedeutende Begegnung mit der Wüste, wo mir einfach bewusst wurde, weil die Sonne einfach, wenn sie scheint, scheint sie wirklich überall hin. Mhm. Also es gibt hin und wieder ganz kleine Sträuchchen, da kannst du dich da hinten ein bisschen in Schatten setzen, sonst ist alles beschienen. Und ich glaube, das ist wirklich die große Einladung unserer Zeit, dass wir einfach die Sonne oder unser Licht einfach überall hinstrahlen lassen, wo es eben noch Wunden, Leiden von der Vergangenheit und so weiter hat. Ich freue mich so davon zu erzählen, weil ich meine, die Priska hat noch nicht viel davon erzählt, aber das Reinform, also das ist ein gewaltiges Buch. Das ist innerhalb von 3 Tagen durch die Priska geflossen, nachdem sie in der Maria Magdalena Grotte war in Frankreich. Magst du bitte davon erzählen, was da genau geschehen ist und wie das dann geschehen ist, auch mit der Aurelia und mit der Anja? Ja, genau. Also begonnen hat es damit, dass wir, Anja und ich, letztes Jahr ein Rauhnächte-Buch veröffentlicht haben, auch das erste. Und wir das im Sommer nur überarbeiten wollten. Und dann bin ich damit am Untersberg gefahren. Da hat es dann mit Reinform in Reinform, das gleiche Wort, begonnen. Und in dieser Nacht, wo ich da am Untersberg übernachtet habe, da habe ich eigentlich nur geschrieben. Nur geschrieben. Und dann habe ich das wiederholt, bin ein paar Tage später noch mal eine zweite Nacht hin und auch nur geschrieben und es kamen irgendwie so viele Informationen und eben auch Zeichen, also die Zeichen sind vom Untersberg und den Abschluss hat es dann gefunden, als ich mit einer Freundin Mitte September bei der Grotte von Maria Magdalena in Frankreich war. Ich spüre, dass da wie so die neue Qualitäten noch einmal reingeflossen sind. Ganz viel Liebe, ganz viel Mütterlichkeit und es ist ja auch eine Heimreise zu mir selbst. Also total. Es hat ein Vorwort auch von Robin Kaiser, ich finde es also so schön beschrieben, wie er das spürt. Also ich spüre das Buch genauso, wie er es beschreibt. Ich möchte dich jetzt bitten, eine Seite aufzuschlagen und das vorzulesen. Okay. Soll ich noch kurz mit Aurelia erzählen? Die ja, unbedingt. Genau, und im Sommer, als wir dann das überarbeiten wollten, da habe ich, oder über unseren Event in Hagenberg, haben wir Aurelia kennengelernt. Mit ihren wundervollen Bildern, das ist eines davon, das das Cover schmückt. Dieser Pforte, oder? Dieses Tor einfach. Ja, so wie der Gänsehaut. Genau, ja. Quasi dieses Himmelstor fast. Ja, genau. Und darin, wirklich da im Zentrum, ist das Zuhause. Und ich habe sie gefragt, ob sie ein paar Bilder da reinfließen lassen möchte. Und aus ein paar Bildern sind dann ein paar mehr geworden, weil sie dann doch zu vielen Kapiteln einfach was gefunden hat. Und man sieht hier auch so QR-Codes drinnen, da kann man dann auch ihre wirklich sehr hochfrequenten Gesänge aufrufen. Und ja, es ist in Wahrheit kein Buch, es ist ein Wirkwerk, haben wir es am Schluss jetzt genannt. Und hat auch immer wieder Platz zum selber zum Schreiben. Was schreiben. Und ja, das ist eben ziemlich groß geschrieben von dem her. Und super angenehm zu lesen, auch einfach zu lesen, finde ich jetzt wirklich. Und es ist echt so ein, wirklich bevor man ins Bett geht, sich einfach nochmal sowas zu gönnen. Also das ist genial, weil du gehst ja dann mit dieser Frequenz auch quasi in die Nacht rein und wachst dementsprechend auf. Oder wachst dementsprechend auf. Also gerne. Zeichen. Seite aufschlagen. Das ist jetzt wichtig. Ha, schau mal. Also das ganze Buch führt ja über Release-Räume, wo wir
unsere Schattenwunden durchlaufen können und wirklich befreien, loslassen können. Katalysatoren haben wir es genannt, Reinformkatalysatoren, über das Reinformieren von alten Ursprungsinformationen in die Reinform. Und die Reinform hat ein paar Merkmale und ich habe jetzt direkt die Fülle aufgeschlagen. Mm. Und in Seelensprache auch immer übersetzt, das heißt in dem Fall Feya. Und Fülle ist eben auch so ein Ursprungszustand, an das dieses Buch erinnern möchte. Weil Fülle nicht nur im Sinne auch von Geld zu verstehen ist. Geld ist ja auch nur ein Kreislaufmittel. Das ist übrigens, das Buch ist auch ein Erinnerungswerk tatsächlich an diese Kreisläufe, aus denen wir alle, aus dem eigentlich alles besteht. Die Kreisläufe in unserer Verbindung zu unseren Ursprungswurzeln, zu unseren, ja, zu dir, zu mir, ist es ja alles irgendwo immer ein Kreislauf, ein Austausch. Und auch die Fülle, also die Fülle auf allen Ebenen zuzulassen. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir hier genau über mehrere Schlüssel gesprochen haben. Nämlich, dass der erste Schlüssel ist, dass Besitz gar nicht existiert, dass das wieder mal nur so ein Erdenkonstrukt ist von uns Menschen, dass wir etwas besitzen können, dass das ein Schlüssel ist, freizugeben, dass alles im Fluss sein darf. Und wenn ich das gemacht habe, und dann auch noch den zweiten Schlüssel einsetze, nämlich, dass ich bereit bin zu schenken, egal ob es Liebe ist, ob es Emotionen ist, ob es Geld ist, ob es Besitztum ist, ja, den es ja eigentlich nicht gibt, dass das alles in anderen Formen auch zu mir zurückkehrt. Hm. Und dass dann wirklich Fülle auf allen Ebenen entsteht. Das ist ja eigentlich eine riesige Einladung auch des Wirs, mhm, oder? Das, ja, heißt, eigentlich ist da der Schlüssel drin, mhm, für das neue Zusammenleben, mhm, Zusammensein. Ja. 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 Ich habe schon jetzt Hühnerhaut. Absolut. Ja. Oh, wow. Und Gnade war auch auf dieser Seite. Das ist tatsächlich eine Gnade, die da uns drei Frauen tatsächlich irgendwie auch da durch uns geflossen ist, weil, also meine Worte sind es nicht, die da drin stehen. Das ist durch uns geflossen. Magst du lesen? Fülle oder Gnade, was hättest du gern? Sagst du? Ich bin gerade bei der Gnade. Viele der Wege in das goldene Herz der Reinheit führen über Vergebung und Verzeihung. Doch die höchste Form dieses Weges ist die Gnade. In der Präsenz des Momentes ist es die Liebe, der Gnade, die alles freigibt, das verdichtet war, alles freigibt, das vernebelt oder verschlungen war. Durch die Augen der Gnade schaut das göttliche Licht in das Herz dessen, der Gnade erfährt. Gnade ist Reinform in höchster Energie und Licht. Also das sind Worte, die man einfach mal auf sich wirken lassen kann, hm, weil alles ist so kostbar da drin. Also ich danke dir für das wunderbare Werk, das ihr da gemeinsam mit der Aurelia gemacht habt. Am 23. März, ich habe auch schon ein Interview mit der Aurelia führen dürfen in der Wüste, mit der Aurelia Wasser, der Künstlerin. Und zwar am 23. März wird sie die Botschafter des Lichts quasi, mhm, wirklich aktivieren, gemeinsam mit der Priska und gemeinsam mit anderen, die wirklich auch den Raum halten, dass diese Frequenz quasi losgelöst, dann wie ein Gitternetz um die Erde machen kann. Und diese Botschafter des Lichtes sind 9 insgesamt, werden an 9 verschiedenen Orten auf unserem Planeten, auf den verschiedenen Kontinenten aufgestellt und werden gemeinsam wirken. Also da wird was Großes geschehen und am 23. März wird ein ganz wichtiges Datum sein. Um mittags werden diese Botschafter des Lichts aktiviert. Die Aurelia wird gleichzeitig tönen. Es werden wirklich diese Hohenpriester der heutigen Zeit werden da versammelt sein. 3 Frauen, 3 Männer jetzt ausgewählt, einfach die das repräsentieren. Und da wird was wirklich Großartiges geschehen. Und ich denke, das ist wirklich auch in der gleichen, ja, Frequenz wie dieses Buch und wahrscheinlich wirklich auch, Priska, die Qualität des neuen Jahres. Also ich spüre jetzt auch, dass viele Hausaufgaben wurden bereits gemacht
wir können nicht mehr anders als hinschauen müssen in diese wirklich Sachen, Wunden, was uns noch schmerzt. Und wenn wir da drüber weg sind, dann kommen wir ganz natürlich in dieses Wir, dann kommen wir in dieses gemeinsame Wirken, sich sehen, wo jeder seinen Platz hat. Und man ist nicht neidisch auf den anderen, sondern man weiß, du bist da genial und du weißt bei mir, ja, das kann ich. Und sobald wir uns erkannt haben, können wir dann auch wirklich die anderen erkennen. Aber es geht wirklich, glaube ich, in erster Linie auch darum, weil wir können es erkennen, die anderen zum Teil, wo sie sich noch nicht erkannt haben, wir können sie erkennen. Aber erst in dem Moment, wo sie sich dann wirklich selber erkennen, können wir auch ganz konkret, glaube ich, mit ihnen zusammenarbeiten. Mhm. Spürst du das auch so? Mhm. Und das ist dann das sinnbildliche Umlegen von den Botschaftern des Lichts in uns Menschform. Dann entsteht nämlich so ein Menschennetzwerk, weißt du? Aus den Botschaftern des Lichts. Und die Botschafter des Lichts sind connected mit der Reinform, weil die laden das wie so runter. Also das Buch mit den Worten, so wie es auch Robin so wunderschön beschrieben hat, wirklich über die Worte hinaus in Wahrheit, ladet es auch runter, weil die Botschafter des Lichts machen so weltweite Wellen. Da bin ich wieder bei den Wellen. Und jetzt muss ich auch noch mal was erzählen, was Hühnerhaupt macht. Aber das habe ich auch im Video mit Aurelia halt präsentiert, weil da kam tatsächlich wahrscheinlich so ein Botschafter des Lichts in das Bild rein. Ich habe die Aurelia am Morgen klingen hören. Ich war 3 Tage da ganz alleine auf meiner Düne oben und da war sonst niemand. Und plötzlich höre ich einfach die Aurelia klingen und die Klangschale. Und ich stehe auf und dann sehe ich sie vor mir und mache ein Bild von ihr. Und mir war das nicht bewusst, dass das nicht die Aurelia war. Das war für mich die Aurelia. Mhm. Und erst als ich ihr das Bild gezeigt habe, und ich habe gesagt, ich habe so ein schönes Bild von dir gemacht, hat sie gesagt, Coco, das bin ich nicht. Also da ist wirklich wie ein Botschafter des Lichts erschienen. Mhm. Und hintendurch, wie ein Delfin, einfach mit dem Schatten, das sah aus wie ein Delfin. Für mich sind ja die Botschafter des Lichts auch die Delfine. Mhm. Also ich finde das schon ein sehr... Mhm. Ein bemerkenswertes Bild und vor allem hat einer ihn gesehen, dieses Wesen, und sonst hat ihn niemand gesehen, auch der Charles, der eigentlich genau nebendran stand mit seinem Auto und es um ihn rum, wo er sitzt, hat es keine Spuren. Mhm. Also einfach so wow. Also ich spüre auch, das ist extrem wichtig, was da geschehen darf und halt wirklich, dass wir dieses Unsichtbare einladen. Mhm. Ja. Dass es wirklich zu wirken beginnt und sich materialisiert halt in uns, oder? Und wir sind so, das erinnert mich gerade wieder dran, wir sind so einfach umgeben von dieser Magie. Und Magie ist auch ein ganz natürlicher Ursprungszustand. Wir denken nur, es ist etwas Besonderes, aber es ist eigentlich das Normale. Und das, was du beschreibst mit dem, ich habe ja die Bilder gesehen, vielleicht magst du es hier auch nochmal einblenden. Ja, ja. Mit diesem Mann oder Männchen, das ist ja wie magisch, gell? Wie so ein Zauber. Ja, und auch wie der Strahl, der hat richtig Aura um sich rum. Ja, und das ist Teil eines normalen Alltags. Da dürfen wir wieder alle zaubern beginnen. Ja, voll. Mhm. Priska, magst du uns vielleicht noch eben von der neuen Gemeinschaft, diese lebendigen Lebensräume, die Gemeinschaft, wie siehst du das? Wie siehst du das Zusammenwirken der Menschen in Zukunft? Im Wahl, das hast du vorher schon beschrieben, wie ich es fühle. Und hier steht ganz viel auch davon drinnen, weil ich glaube, es ist tatsächlich jetzt in dem Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt. Wir dürfen alle nackt sein voreinander und uns wirklich erkannt haben. Und dann können wir in einer wirklich unabhängig von Raum und Zeit, in Wahrheit, deswegen dann auch so rasanten Geschwindigkeit, neue gemeinsame Lebensräume aufbauen, wirklich neue Ökosysteme aufbauen, die sowas von im Einklang mit der Natur sind, die, so wie wir es von Limina oder von Chaplin gelernt haben, wo die Luft ganz anders riecht, wo die Energien ganz anders sind. Und wenn wir da zusammenkommen, was dann da für einen auch Energieaufschwung auf einmal stattfindet, weil es dann so echt ist, so wahrhaftig ist, so geführt ist. Hm.
die gelebte für mich auch. Ich spreche gerne auch manchmal von der fünften Dimension, aber es ist wirklich diese fünfte Dimension, wo man einfach sich ist und sich einbringt in die Gesellschaft mit dem, wo man wirklich ist. Und da entsteht dann immer auch so viel Magie und so viele Synchronizitäten. Da ist ja alles geführt eigentlich. Mhm. Also dann sind wir voll auf dem richtigen Pfad, oder? Einfach ohne Umwege. Ja, absolut. Es wird bald mal passieren, solange wir uns in der Hingabe nackt machen voreinander und wirklich uns zeigen, was da ist. Danke. Es ist so wunderschön, mit der Priska zu wirken. Es ist so, so schön. Danke auch mit der Katharina dich. Und danke mit für uns. Franz und mit euch allen. Und ja. Danke für dich, Coco. Danke. Für dich, Priska. Auf ganz bald. Danke. Macht's gut. Tschüss. Ciao.